Herzlich willkommen bei FanTV. Wir sind heute zum zweiten Mal auf dem Zentrallandwirtschaftsfest in München. Und wie ich letzte Woche schon versprochen habe, zur Weltpremiere eines neuen Fanprodukts. Und jetzt geht es los. 4, 3, 2, 1. Der 500er hat Tradition, gerade im süddeutschen Raum ist es für uns eine Maschine, die optimal passt. Einmal einfach durch ein hochkompaktes Aggregat, das wir dort installiert haben, und vor allem auch durch die Hightech-Lösungen, die dort zum Einsatz kommen. Und das Interessante dabei ist, dass wir erstmalig in dieser Leistungsklasse neben den Profi- und Profi-Plus-Versionen auch eine Einstiegs-Power-Version schaffen, wo wir uns einen, sagen wir mal, größeren Marktzugang zu ganz neuen Kunden erwarten. Das PS-Segment zwischen 120 und 165 PS ist eigentlich das, auf was wir schon lange gewartet haben. Ich glaube, dass er riesige Verkaufschancen hat. Der Power wird in allererster Linie für das Grünlandlandwirt interessant sein, weil er alles hat, was wir heute, sagen wir, bei einem 400er finden. Und die Hightech-Versionen sind natürlich geschaffen und prädestiniert für den Ackerbauern. Also der erste wird gerade verkauft. Ich weiß, was ich kaufe, ich weiß, auf was ich mich einlasse. Erstens einmal der Preis, das weiß ich auch schon, Gott sei Dank. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich fahre seit zig Jahren Fendt und bin leidenschaftlicher Fendt-Fahrer, Fendt-Fan. Ich habe einen 828er und jetzt diesen, ich habe einen 514er gekauft, ja, bestellt. Und freue mich darüber, das Fahrzeug zu fahren. Sie müssen sich nur die Bilder anschauen, das ist einfach gigantisch. Der Run auf den 500er hat bereits eingesetzt. Und das Fantastische ist, wir haben schon den ersten aufgeschrieben in den ersten 5 Minuten hier. Das macht natürlich Spaß.